Geschichte geht es um das Thema, sich rückzuversichern zu müssen oder absichern zu müssen, ob vorher in der Planungsphase nicht vielleicht nur etwas übersehen wurde, nicht bedacht wurde oder ein Fehler gemacht wurde. In diesem Fall war es so, dass der Bauherr mit einem Handwerker hier lang ging und die sich diese Wand angeguckt haben, die jetzt verputzt werden soll. Und auf einmal der Handwerker sagt, ja, so wie das hier ist, geht das aber gar nicht. Denn hier haben wir nur eine schmale Schicht und hier haben wir eine dicke Schicht. Und wenn wir das zusammenbringen, gibt es hier hinterher Risse. Wurde das denn bedacht? Dann wurde in den Plänen nachgeschaut und in den Plänen war es so gezeichnet. Offensichtlich wurde darüber nachgedacht vorher. Sie haben sich dann dazu entschieden, die digitalen Medien zu nutzen, ein Foto von dieser speziellen Situation zu machen, das Ganze zu beschreiben und an die anderen Partner, an die Planer zu schicken und an den Hersteller zu schicken. Dann wurde plötzlich deutlich, ja, es ist auf dem Foto nicht so wirklich gut zu erkennen und wir brauchen tatsächlich ein Meeting hier vor Ort, bei dem alle beteiligten Experten zusammenkommen, um diese spezielle Situation tatsächlich klären zu können. So wurde es dann auch realisiert. Bauherr, Architekt, Hersteller des Putzes, was ein neuer Putz ist, und der Handwerker kommen zusammen, sehen sich dann genau diese Situation vor Ort an und können vor Ort dann die richtige Entscheidung treffen, bevor der Fehler gemacht wurde. Das bedeutet, das Rückversichern, das nochmal nachfragen, ist tatsächlich eine ganz wichtige Funktion. Und das ist eine Funktion, die durch die digitalen Medien, die heutzutage auf der Baustelle ja durchaus vorhanden sind, auch sehr leicht und sehr schnell gemacht werden kann und zum Beispiel durch ein Smartphone-Foto unterstützt werden kann.